Hallo und herzlich willkommen YouTube, mein Name ist Captain Q und hier befinden wir uns schon im Ladebildschirm meines zweiten Projektes, Victor Uran. Ich weiß, es heißt nicht Uran, ich spreche es aber so aus, weil persönlich finde ich, klingt es tausendmal besser. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dieses Spiel Schönes für uns vorbereitet hat. Mauszeiger weg und da ist ein Video. Zagoravia, die gefallene Stadt, das Land ohne Wiederkehr. Wo die Dunkelheit gesiegt und wir Dämonenjäger verloren haben. Vor einem Jahr führte eine Bitte um Hilfe die Jäger nach Zagoravia. Viele andere jedoch kamen hierher, aber keiner kehrte zurück. Ich dachte, Adrian wäre tot, bis ein Rabe diese Nachricht überbrachte. Er ruft mich nach Zagoravia. Er hat entdeckt, wonach ich suche. Adrian ist ein Freund. Ich habe wenige Freunde, was sie umso wertvoller macht. Und er ist der einzige Mann, der um meine Vergangenheit weiß. Um den Pakt, den ich abgeschlossen habe. Und die Dämonenkräfte, die ich nutze. Was auch immer diese verfluchte Stadt heimsucht, ich werde mich ihm stellen, um meinen Freund zu finden. Okay, und da sind wir auch schön. Schönes Video, gefällt mir, auch wenn es nur Bilder sind. Das war super. Gut, mit WASD laufen wir und mit linker Maustaste greifen wir bestimmt an. Jawohl. Ja, es sieht schon Diablo-ähnlich aus, aber ich finde, eine Steigerung von Afterfall Insanity ist das hier alle Male. Keine menschliche Seele in Sicht. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Da sind auch schon unsere ersten Gegner. Welche Schrecken sich dahinter verbergen. Ah, okay, da wo ich hinschaue, da greife ich an. Spüren. Ich möchte mir das gerne nochmal anschauen. Finsterer als die Monster. Jo, das etwas sieht echt geil aus. Die Details zuliebe. Wie ein geil. Flüstern tief in meinem Verstand. Das können wir alles kaputt machen. Schön. Ich werde das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit machen. Am Anfang vielleicht noch, aber später, denke ich mal, wird das auch nachlassen. Gut, da habe ich jetzt nochmal kurz meine Kamera bewegt, weil hier steht, mit rechter Maustaste kann ich die Kamera drehen. Als ob ich das nicht schon gewusst hätte. Kann man sie kaputt machen? Oh, geile Scheiße! Ist das geil hier? Das gefällt mir! Super! Leckfrei, ohne Bugs, wunderbar. Das war doch vergammelt, oder? Das sah jedenfalls vergammelt aus. Drücke Leertaste, um zu springen. Natürlich. Alle hopp. Oh, alle hopp. Oh. Schön. Schön, schön. Ich mag Spinnen. Ich hab euch zum Fressen gerne. Wahnsinn, wie die Bretter da einfach rumfliegen. Das sieht so geil aus. Mir gefällt es. Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Spring und drücke dann Leertaste ein zweites Mal nach einer Wand. Okay. Jo, das haben wir hingekriegt. Wunderbar. So, haben wir rechts oder links noch was? Nö, aber Kürbisse. Aha, da haben wir auch nichts. Dann alle. Hopp. Hallo, wer ist da? Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Eine Stimme in meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt. Okay. Guter Junge, jetzt spiel tot. Hey, ich zieh dich nur auf. Wie geil ist das denn?
Das ist ja cool. Gefällt mir. Humor hat das Spiel also auch, ja? Gut. Eine schöne Kiste. Alles meins? Du weißt sicher, dass hier noch mehr dieser hübschen Truhen rumstehen. Kannst du sie finden? Bestimmt. Bestimmt. Das kriegen wir hin. Leuchtendes Dingsbums. Da möchte ich rein. Checkpoint. Oh, wunderbar, wunderbar. Oh, Leute, das ist einfach nur schön hier. Diese Details. Oh, jetzt sind wir auf der Rückseite. Geile Scheiße hier. Komm, schau kaputt nur, Jäger. Eine Schatztruhe. Da oben auf dem Balkon. Komm schon, hol sie dir. Jeder Gang macht schlank. Na klar, die holen wir uns gleich. Jeden Augenblick. Zack, noch schnell die Spinnen hier wegmachen. Alle hopp. Meins. Ich liebe diese Truhen. Man weiß nie, was man bekommt. Jop. So aufregend. Okay. Hammer. Der Hammer ist eine langsame, aber wuchtige Nahkampfwaffe. Er teilt immer immensen Schaden aus und kann viele Gegner mit Overkill erledigen. Hämmern, aha, zermalmen und zerschmettern. Ansehen. Kann man den drehen? Nee, kann man nicht. Oh, das sieht wunderbar aus. Gefällt mir. Weiter geht's. Na Leute, habe ich euch zu viel versprochen? Mein zweites Projekt wird der Hammer. Meine Güte, ey, schaut euch das an. Wie schön. Toll, gefällt mir. Riesenspinne. Schwuppdiwupps. Riesenspinne J ansehen. Ja, das dürft ihr, wie gesagt, selber durchlesen. Ich möchte nicht nochmal vorlesen. Pausiert dann das Video und dann könnt ihr euch das gerne durchlesen. Haben wir hier und was? Nö. Gut, da kommen wir nicht durch. Dann diesen Pfad entlang. Die mal schnell wegmachen hier, bevor da die Spinnen rauskommen. Wunderbar. Gefallene Festung. Jo, da wollen wir rein. Auch dies könnt ihr euch durchlesen. Pausiert einfach das Video dann. Ne? Finde einen Weg durch die Festung. Mann, das gefällt mir. Wunderbar. Ey, das ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du kommst näher. Komm schon. Öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger. Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Über Flucht? Na, da hauen wir nochmal rauf. Den nehmen wir natürlich mit. Schau dir diese Übungspuppen mit ihren roten Augen und langen Nasen an. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe. Wer lacht hier über was? Ich finde das gar nicht lustig. Moment. Drücke 3. Eine Dämonenkraft. Wo hast du das denn gelernt? Wie dem auch sei. Das ist... Komm, triff mich im nächsten Raum. Wie ich das gelernt habe? Da stand drücke 3. Ich bin in dieser Kiste gefangen. Komm schon, zerschlag sie. Nö. Habe ich auch keine Lust zu. Hier bleibt alles so, wie es ist. Schade, raufhüpfen können wir also nicht. Warte, das bin ich gar nicht. Tja, ich muss wohl in einem anderen Verlies sein. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht, gefällt mir. Erhalte deine Belohnung. Rüste eine Schrotflinte aus. Na klar, Rechtsklick. Fertig. Okay, das gefällt mir. Die Schrotflinte ist schon mal meins. Definitiv. Der Wahnsinn. Ach ja, F drücken. Entschuldigung. Betreten. Oh oh.
Ich spüre etwas Glitzerndes in der Nähe. Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Es blickt auf mich herab. Das bedeutet, da oben ist da eine Schatztruhe, oder wie? Dann wollen wir mal oben nachschauen, wa? Du hast sie gefunden. Guter Junge. Wunderbar. Was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Ja, etwas Glitzerndes. Diamanten! Nein, Spaß. Also die Skills sehen auf jeden Fall schon gut aus. Etwas, das ich nicht recht fassen kann. Ich habe dank meiner Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die reden können, sind immer die schlimmsten. Ja, okay. Ja, wie immer, ihr könnt euch das selber durchlesen. Und hier haben wir Kostüm auswählen, okay. Ja. Okay, was steht denn da? Bla bla bla. Mhm. Okay, das sollten wir hinbekommen, würde ich sagen. Gut. Was haben wir denn für Kostüme? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Die sehen alle so gut aus. Ich würde doch schon sagen, wir nehmen den Gerechten, oder? Das ist bla bla bla. Das ist normal und Hardcore. Hinweis, das Spielen im Hardcore-Modus wird nicht empfohlen. Wenn der dies dein erster Charakter ist. Okay, dann würde ich doch schon fast sagen, wir werden den Normalmodus nehmen. Nein, ich bin keine Pussy. Aber das stellt, wenn dies mein erster Charakter ist, soll ich es nicht verwenden. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor lauern. Ja, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Bevor ich die Aufnahme stoppen werde. Mhm. Das sind wunderbare Details, gefällt mir. Schön. Haben sie echt schön gemacht. So, was haben wir denn da oben? Wie gesagt, am Anfang, oder besser gesagt hier, werde ich mich nur kurz ein bisschen umschauen und dann werde ich jetzt die erste Aufnahme gleich stoppen. Natürlich versuche ich Gegenstände gleich zu berühren. Okay. Die Karte möchte ich noch nicht öffnen. Was haben wir hier? Transmutation ab Stufe 16. Das werden dann, glaube ich, die Risse sein, wie in Diablo, wenn ich mich nicht täusche. Aber warten wir es ab. Gut. Mensch, das sieht... Ich kann es tausendmal sagen, das sieht einfach geil aus hier. So, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt stoppen wir hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin's, Captain Kyo. Bis demnächst. Tschüss.